Moin, liebe Top-Familie da draußen. Und damit ein herzlichstes Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Gott, erstmal hier voll die Sprachstörung am Anfang schon der Folge. Wir sind hier wieder bei My Little Pony und Folge 18 von, war das jetzt nochmal 26? Ich glaube, es waren 26. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Die Folge heißt Die Showstars. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Gebt euch jetzt schon mal sehr gerne zu Beginn einen Daumen nach oben ab, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und ja, ich habe ja schon in der letzten Folge am Ende gesagt, am Ende dieser ersten Staffel, erst dann werden wir Folgen ranken, meine Top 3 Folgen der Staffel. Oder wir machen Top 4, weil es eine Lost-Zahl ist. Ja, aber das erst am Ende der Staffel, von daher ich bin jetzt erstmal sehr gespannt, was passiert. Ihr wisst, was zu tun ist, oder würde ich sagen, let's go. Hallo Applejack. Und die drei, lol. Spielen die drei jetzt öfters eine Hauptrolle irgendwie jetzt mit in der Serie? Ich glaube, da muss ich mir echt die Namen merken. Also Apple Bloom kann ich mir merken. Ich weiß jetzt nicht mehr Rarity Schwester, wie sie nochmal heißt. Ja, aber die Namen werde ich mir schon merken irgendwie. Also hier war ich echt noch nie. Oh, tut mir leid. Sind wir bald da? Da? Wo denn? Was? Ich weiß ja noch nicht mal, was wir hier machen. Hier wären wir. Und was soll das jetzt sein? Ich habe überhaupt keinen Plan. Was ist das für ein Ding? Lieber Schönheitsfleckenclub, willkommen in eurem neuen Clubhaus. Bedankt euch nicht gleich alle auf einmal. Das war mal mein Clubhaus, da war ich so alt wie ihr. Natürlich wurde es eine Zeit lang nicht genutzt, aber immerhin, es steht leer und ist auf dem Gelände der Plantage. Ich glaube, das bringt gleich zusammen. Es braucht vielleicht ein wenig Zuwendung. Bisschen Restaurierung. In diesem Fall abreißen oder neu aufbauen? Applejack, du meinst wirklich, diese Bretterruine soll unser Clubhaus sein? Naja, vielleicht bekommt ihr ja eure Schönheitsflecken, wenn ihr eure besondere Begabung... Das hat man befürchtet. Bevor wir uns das Intro wieder anhören, fällt mir genau dazu eine Geschichte ein. Sogar mehrere Geschichten. Aber ich will tatsächlich nicht so viel darüber erzählen. Aber ein bisschen. Ich hatte tatsächlich in dem Sinne nie ein Baumhaus. Aber früher habe ich in einem Haus noch gewohnt, ehe ich jetzt hier in einer Wohnung ja lebe. Und in diesem Haus, oder als wir in dem Haus wohnten, war es so, dass wir einen wunderschön großen Garten hatten, wirklich wunderschön groß. Und ich war da halt sehr, sehr klein. Und sowohl von Bildern als auch selbst aus meinen eigenen Erinnerungen weiß ich noch, wie sehr es immer Spaß gemacht hat, auf diesen Bäumen zu klettern. Auch in der Schule war es so, ich bin sehr, 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 sehr gerne geklettert. Immer auf Bäume und dann auf diesen Ästen gesetzt. Mit den Freunden da irgendwie gechillt, abgehangen, gequatscht und so. Das war schon cool. Wenn man älter wird, klettert man nicht mehr unbedingt auf Bäume. Da waren es dann eher so spezielle Orte, wo man sich getroffen hat. Und da war es vor allem ein Fußballplatz, tatsächlich. Es war so, sag ich mal, so eine Art großes Feld, wo ein Spielplatz daneben war. Und was ich als Kind und dann auch so als Jugendlicher immer sehr gern gemacht habe mit so meinen Freunden, Kumpels und so in dem Sinne, wir waren auf diesen Drehscheiben. Ich denke, ihr kennt die auch. Ich finde die so mega. Vor allem, wenn die irgendwie so hoch ist, sag ich jetzt mal, also so von der Steigung her. Und wenn man sich dann so an den höchsten Punkt ranhängt, dass die Beine in der Luft schweben. Und zwar nicht nur, sag ich mal, so, sondern irgendwie so, also schon so ein großes Stück. Das war dann schon immer cool, wenn man dann andere angeschoben hat, man schwebt in der Luft. Mega. Ich denke, ihr habt auch so coole Geschichten. Könnt ihr mir gerne schon Beispiel sowas in die Kommentare schreiben. Wo trefft ihr euch mit euren Freunden am liebsten? Würde mich mal sehr interessieren.
Ja, aber jedenfalls muss ich irgendwie gerade dran denken. Und so in dem Sinne muss ich auch an was denken, denn tatsächlich habe ich früher mitgeholfen, auch eine, ja, so eine Art Finca mit aufzubauen, damit zu helfen. Da bin ich hingefahren, habe dann geholfen, die Bäume tatsächlich hier mit einer Axt abzuhauen, die da im Weg waren. Ich habe eher so dieses im Garten gemacht und nicht lackieren und handwerklich. Weil Axt und so, weil tatsächlich hat Uwe mir das tatsächlich, boah, wie alt war ich da? Sehr jung, hat er mir gezeigt, hat er mir in dem Sinne beigebracht, sag ich mal. Das habe ich gemacht und ansonsten habe ich mich dann so um den Garten per se gekümmert. Das heißt, Blätter weggefegt, Steine getragen, damit die dann eingelegt werden, Rasen gemäht. Also das habe ich so gemacht und das war schon cool. Und ansonsten so eben diese Sachen getragen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. My little pony, ah, my little pony. Ich fragte, wo zur Freundschaft gut sein kann. Das Lied da von das Bild von Fluttershy sieht sehr niedlich aus auf diesem Bild, wie sie da so guckt. Toasters. Nein. Oh, gut. Ich dachte, irgendwas ist mit den Apfelbäumen. Nein, die Vögel. Aber das ist doch keine der drei, oder? Oder bin ich blöd? Doch. Wow. Hey, Scootaloo. Schon wieder da? Scootaloo. Du bist ja echt schnell mit dem Teil. Danke. Wow, Applebloom. Hast du das alles gemacht? Ja, ich habe die Fensterläden repariert, die Splitter abgeschliffen und das geschnitten und gestrichen. Das ist obercool. Und was hat Sweetie Belle so gemacht? Weil wir der Schönheitsflecken-Club sind. Alle Mühen und Leiden. Da bist du ja, Sweetie Belle. Siehst du, ich habe dir gesagt, wir können sie finden, wenn wir ihrer fantastischen Stimme folgen. Was ist denn das für... Okay, Theorie. Ich glaube, alle drei haben ihre Bestimmung gefunden. Die eine kann mega geil mit diesem Board fahren. Also wirklich mega, muss man ja sagen. Und gleichzeitig Mut mit dabei. Die andere kann richtig gut reparieren und die andere kann richtig gut singen. Das war eine richtig schöne Stimme, muss man sagen. Was für ein Lied, das du da singst. Oh, ich habe gerade versucht, mir einen Schönheitsflecken-Club-Song auszudenken. Cool! Ich habe aber bisher nur den Anfang. Aber okay. Flecken kommen dann, so sagt man uns, wenn die Zeit gekommen ist. Und du weißt, was zu tun ist, um zu klären, dass du das Ende dich bist. Wow, wie schön. Der Schönheitsfleckenclub hat sich in diesem Häuschen aber ein wunderschönes Plätzchen eingerichtet. Und was steht jetzt an? Also jetzt, wo wir ein richtiges Clubhaus haben. Und eine Landkarte von Ponyville. Und einen Schönheitsfleckenclub-Song. Ein Clubsong? Oh nein, ich wollte doch das Bild sehen. Wartet. Von Ponyville? Und? Okay, passt auf. Hoffentlich kann ich alles richtig deuten. Also das hier ist das Haus von Twilight. Das hier dürfte das Haus von... Muss ich überlegen. Doch, von Pinkie Pie sein. Das von Rarity. Das hier ist das von Applejack und Applebloom.
Das hier sind die Berge. Das hier ist die Apfelplantage. Und das hier ist dieser Teich, den wir auch schon gesehen haben, wo Twilight doch meinte, auf dem Eis laufen zu können. Und was war dann noch bei diesem Teichsee? Da war doch, glaub ich, auch diese lustige Folge mit Pinky und Rainbow, wo die sich doch Streiche gespielt haben. Wie hieß das nochmal? Angeber-Trixie? Ich glaube, Angeber-Trixie hieß die Folge. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Aber ich glaube, das sind die Orte hier. Mit einem Schönheitsflecken-Clubsong? Ein Clubsong? Können wir in die Welt ziehen und unsere Begabung entdecken. Wir suchen uns ein Abenteuer und verdienen uns unsere Schönheitsflecken. Wir lassen keinen Stein auf dem anderen. Und wir werden jeden Berg besteigen. Und kein Essen ungekocht lassen. Und keine Socke ungetragen. Na, dann ist ja gut. Sieht aus, als hättet ihr einen Plan. Und ja, ich lasse dann keinen Apfel ungepflückt. Bis später also. Sind wir bereit, uns unsere Schönheitsflecken zu verdienen? Ja, bereit! Deine Musik gefällt mir. Okay. Alle haben doch schon erkannt, was ihre Berufung ist. Oh mein Gott, was machen die da? Pinkie Pie. Doch, Pinkie Pie wird nicht erfreut sein. Oh oh. Nein, das ist nicht euers. Ihr habt es doch schon gefunden, jeder. Selbst ich hab's das jetzt schon erkannt. Also Twilight wollen die natürlich nicht gehen. Nee, Rarity, das ist hier. Ah, das ist Rarity. Wie furchtbar! Nein, tut mir natürlich leid, aber das Ding ist... Ah, die wollte zu Twilight bestimmt zum Schluss gehen, oder? Was spielen die da? Ah, Gedanken zu lesen. Ja. Leute, ihr alle habt schon eure Begabung gefunden. Warum geht ihr von da aus nicht eher zum Teich und dann in die Berge? Die Musik gefällt mir aber. Ich finde... Na, geil, das ist ja voll der hohe Berg. Okay, ist lustig. Ich finde, das erinnert gerade so ein bisschen an das Thema Oh, wie heißt denn das nochmal? Jakobsweg. Ich weiß gerade nicht, von wo bis wo der nochmal geht, aber der Jakobsweg, den sind ja schon so Promis und ja auch normal losgegangen, aber ich habe nur bislang davon gelesen. Ich selbst habe es tatsächlich nie gemacht. Das ist ja tatsächlich so ein ganz, ganz langer Wanderweg und so ein Wanderpfad, wo du ja lang gehst, um ja auch dich selbst zu finden. Und ich finde, so ein bisschen zeigt das jetzt gerade diese Folge wieder. Abenteuerlustig zu sein, B, sich selbst aber auch zu finden und C, irgendwie deine Bestimmung. Was willst du? Und du machst dir Gedanken darum. So ein bisschen zeigt das auch, finde ich, wenn man so ein Auslandsjahr macht. Weil manchmal weiß man vielleicht nicht direkt, was man machen will. Was will ich in Zukunft machen? Pipapo. Ja. Ach ja, ich hab's am Anfang wieder vergessen. Fällt mir das jetzt gerade wieder ein. Mein Fenster ist auf, weil es ist frisches Wetter.
Das heißt, nicht wundern, wenn ihr Hintergrundgeräusche hört. Habe ich am Anfang vergessen zu erwähnen. Ah, die wollen tauchen. Na, ist das ein gefährlicher Fisch? Ja. Ah, nee, eine Krake. Ich habe nichts damit zu tun. Was ist denn hier passiert? Ein Bibliotheksschönheitsfleck bekommen wir garantiert nicht. Ha, da kann ich nur beipflichten. Was denn? Mädels, ich glaube, ihr packt das irgendwie falsch an. Ihr versucht euch immer wieder an Dingen, in denen ihr euch nicht auskennt. Probiert doch mal was, das euch richtig Spaß macht. Ja. Und ich wüsste auch schon, wo ihr anfangen könnt. Die große Show der Talente. Wo euch alle sehen können. Tretet in der großen Ponyville Talentshow auf. Es gibt verschiedene Preise zu gewinnen. Für die beste Schauspielszene, die beste Comedy-Show, den besten Zaubertrick. Bestimmt ist für euch auch was dabei. So können wir wirklich unsere Begabung am besten entdecken. Jonglieren? Schauspielen! Oder zaubern! Vielleicht auch tanzen! Auf einem Seil balancieren! Tiger dressieren! Hey, ihr kleinen Ponys, ihr versteht nicht, worum es geht. Überlegt doch mal, welche Dinge ihr jetzt schon sehr gerne macht und was ihr jetzt auch schon gut könnt. Na klar, bekommen wir schon hin. Ja, das können wir! Egal, was wir bei der Show zeigen, wir werden als der Schönheitsfleckenclub auftreten! Na, guck mal, da ist doch schon das eine. Sweetie Belle, du weißt genau, dass du meine Stoffe nicht anfassen sollst. Gib sie mir sofort zurück. Aber die Stoffe sind für die Talente-Show. Nicht böse dein Schwesterchen. Wir bringen sie dir wieder Sweetie zurück. Sweetie Belle. Danke, das ist wirklich nett. Wir bringen ihn ganz bald wieder zurück. Wofür ist der Ventilator? Vertrau mir, Äppelblum. Wir werden sehen. Okay, wir haben 6 Holzbohlen, mehrere Spanplatten, eine Schachtel Nägel, 4 Eimer Farbe und 4 Pinsel. Fehlt noch was? Ja, eine genaue Bauanleitung für die 6 Holzbohlen, mehreren Spanplatten, einer Schachtel Nägel, 4 Eimer Farbe und 4 Pinsel. Das kriegt Applejack schon hin. Gespenster und Kobolde? Meine Güte, Mädels, wofür braucht ihr denn so ein Buch? Wirst du schon sehen. Danke, Twilight. Ich habe keine Ahnung, was sie vorhaben. Was haben die drei wohl vor? Ja, das ist keine sehr gute Ahnung. Frage. Ich weiß auch nicht, ob ich mich freuen oder Angst haben soll, es herauszufinden. Toll, dass wir zusammenarbeiten können. Find ich auch. Also, was wollten wir uns ausdenken? Einen super mega abgefahrenen Song für die Talentshow natürlich. Stimmt. Von einer umwerfenden Kulisse und in hammermäßigen Kostümen. Und mit obercoolen Tanzeinlagen. Ich sag's euch, das wird absolut fantastisch. Sweetie Belle, ich finde, du solltest unbedingt singen. Was? Nein, ich singe auf keinen Fall vor einem Publikum. Doch, musst du. Twilight sagte, wir sollen machen, was wir gern tun. Und ich wäre gern wie meine große Schwester. Und nein. Und genau das ist der falsche... Ich finde, da können wir schon wieder hier eine Moral ziehen. Nie jemanden imitieren. Seid ihr selbst. Seid authentisch. Und versucht nicht, euch zu verstellen, nur um andere glücklich zu machen. Oder eben, weil es angenehmer ist. Manchmal muss man einen risky Weg gehen, um erfolgreich zu sein. Und deswegen. Schöpferin. Toll, dann kümmerst du dich um die Kostüme und die Kulisse. Aha. Hey Scootaloo, du kannst doch so tolle Tricks mit deinem Skate-Roller. Du solltest die Choreografie übernehmen. Du weißt schon, wie wir zum Song tanzen. Doch. Nein, ich will eine richtig heiße Rockballade singen. Nee, guck mal, die gehen das doch schon falsch. Guck mal, Äppelblum sagt zumindest schon mal den anderen beiden. Muss gleich nochmal die Namen. Ey, ich kann mir diese Namen noch nicht merken. Abgesehen von Äppelblum. Äppelblum kann ich mir irgendwie merken. Aber jedenfalls, die hat schon gesagt: Ey, du solltest singen, du solltest die Choreo machen. Das stimmt, weil das passt zu denen. Während sie alles baut. Ich bin keine gute Tänzerin. Aber ich kann doch Kung Fu, das ist auch eine Art von Tanz. Ist doch super. Na dann los, fangen wir an. Nein. Jede ist an einem falschen Ort. Au, Äppelblum, was machst du denn? Ich glaube, ich habe echt 4 linke Füße. Ich kann mich ja noch nicht einmal drehen. Ach,
den Kopf erst in der allerletzten Sekunde drehen. So, sieh her. Hast du gesehen? Es ist babyleicht. Du musst ja nur ein bisschen üben. Das ist alles. Du musst das machen. Das sei ja leicht. Sag mal, kapiert ihr das nicht? Okay, ich versuch's gleich nochmal. Twilight hat dir doch gesagt. Ihr wisst doch jetzt schon, was ihr könnt. Und nicht, was ihr erzwingt. Und dann tut das, was ihr gut könnt. Warum verstehen die das noch nicht? Gut, aber manchmal, das stimmt auch wieder eine Moral, manchmal muss jemand einem die Augen öffnen. Alles klar! Immer schön weiter üben. Mach ich! Warum willst du es nicht machen? Ich versteh's nicht. Wir kämpfen den Kampf, gehen den Gang, sprechen Sprachen und fressen zum Frühstück sowas wie Stangensellerie. Was? Oh. Wieso? Warte, das fällt eh nicht kaputt. Komm her! Bleib hier! So ein doofer Stoff. Wie läuft's bei dir? Kommst du gut voran? Oh Mann, das klingt ernst. Mir fällt noch kein guter Text ein, immer die richtigen Wörter zu finden. Ist echt schwer. So schwer kann das alles doch gar nicht sein. Mit unseren Flecken rocken wir Equestria. Und mit unseren Mägen verdauen wir, ist doch klar? ja, der Text ist, gut, aber wie wär's denn mit aller Kraft? Unerschrocken stets auf Trab. Auch ich will kämpfen, alles gebe ich, bis ich Schönheitsflecken hab. Wow, das war wirklich ganz toll. Warum verstehen die das nicht? Ja, könnte man sagen. Danke. Ich notiere mir das nur mal schnell. Oh nein! Da wird jemand garantiert nicht glücklich sein. Schöpferin wie meine Schwester. Hey, aber das macht doch nichts. Benutz doch dafür die Puppe. Daran kannst du alle Teile schon so anordnen, wie du sie später haben willst. Ah, dazu ist sie also gedacht. Und vielleicht solltest du den Pinsel vorher reinigen, wenn du andere Farben benutzt. Oh, und ich habe mich schon gewundert, wieso alle Farben so braun aussehen. Und Elektrowerkzeug benutzt du wohl auch nicht. In wenigen Tagen ist die Talente-Show. Mal sehen, wie die drei vorankommen. Tut mir leid, Scootaloo. Ist schon okay. Au! Ups! Tut mir leid, Scootaloo. Autsch! Oh, mein Fehler, Sweetie Belle. Okay, dann noch. Die wollen nicht einsehen, dass sie alle schon ihre Schönheitsflecken bekommen können. Du meine Güte, mit sowas hab ich echt nicht gerechnet. Was der Talent ist. Ich finde, das klang schon ganz gut. Ich auch. Meint ihr, wir können's? Na, besser geht's doch nicht. Hey, hast du unsere Probe gesehen? Ja. Und? Wie waren wir? Sie ist sprachlos. Seht ihr, Mädels? Ich hab doch gesagt, egal was wir tun, die anderen werden sprachlos sein. Ja! Sprachlos trifft es schon richtig. Ja, schön. Und jetzt werde ich bis drei zählen. Daraufhin wird das Häschen verschwinden und unter diesem Hut wird eine kleine süße Leckerei erscheinen. Eins und zwei und drei. Hey, wo sind sie denn? Snails, wo sind die? Wow. Möhren. Die beiden. Wie wär's mit einem kräftigen Applaus für unsere beiden Zauberer? Jetzt kommen wir zur nächsten Darbietung. Sunny Days und Peachy Pie tragen ihr Lieblingsgedicht vor und fahren dazu auf Roller Skates. Tai, tai, tai. Sweetie Belle, wieso sagst du das denn? Oh, du Dummerchen. Weißt du nicht, dass man im Theater denkt, dass es Pech bringt, wenn man sich Glück wünscht? Stattdessen sagt man toi, toi, toi. Meine kleinen Ponys. Na, wie fühlt ihr euch? Nervös.
Keine Sorge, ihr werdet bestimmt toll sein. Haltet euch einfach an das, was ihr könnt. Ich freue mich schon, dich singen zu hören, Sweetie Belle. Wieso denkt ihr eigentlich jedes Pony, dass ich singe? Wenn du es unbedingt wissen willst, Twilight, ich werde in der Show singen. Du? Und ich bin unsere Tänzerin. Hi-ja! Du? Und ich bin verantwortlich? Für die Kostüme? Ja, und die Requisiten. War doch klar. Nein. Ich, Mädels, seid ihr euch sicher? Der Schönheitsfleckenclub ist als nächstes dran. Dann toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Viel Glück. Ja, Twilight. Wusste Twilight das schon wieder im Vorfeld? Hab ich mal Wir haben drei kleine Ponys. Oh Gott. Das Schlechteste ist es jetzt nicht, aber... Als kleines Pony fohlen muss man sich durchs Leben quälen, weil man darunter leidet, dass einem Schönheitsflecken fehlen. Also kämpfen wir mit aller Kraft, unerschrocken stets auf Trab. Auch ich will kämpfen, alles gebe ich, bis ich Schönheit. Flecken kommen, so sagt man uns, wenn die Zeit gekommen ist und du weißt, was zu tun ist, uns zu klären, dass du dessen würdig bist. Das ist alles nicht so leicht, wie es scheint. Nee, das ist nicht stimmig. Das ist ja alles so. Ja. Oh Leute, warum ihr nicht erkennen, was euer Talent ist? Läuft. Die lachen uns alle aus, ich kann's nicht fassen. So schlecht waren wir doch gar nicht. Zurück auf die Bühne, Mädchen. Zeit für die Preisverleihung. Wieder auf die Bühne? Nein, die lachen uns doch nur wieder aus. Ja, das brauchen wir echt nicht. Ach Mädchen, seid keine Spielverderberin. Ihr habt euch so angestrengt, seid stolz auf euch. Jetzt kommt schon. Einen großen Applaus für alle, die bei der Show dabei waren. Geiler Applaus. Der erste Preis geht an Snips und Snails. Warum wusste ich, dass die beiden gewinnen? Das war so klar. Hey, meine Sterne leuchten heller. Dafür sind meine aber größer. Kann ja sein, aber meine sind schwerer. Und unser zweiter Preis geht an Sunny und Peachy für ihre tolle Rollerskate-Show. Und zu guter Letzt haben wir auch noch einen dritten Preis. Und der geht an... unsere Mädchen vom Schönheitsfleckenclub. Für die beste Comedy-Show. Aber warum erkennt ihr nicht euer Talent? Das Allerbeste, wenn wir unsere Schönheitsflecken endlich kriegen würden. Nee, habt ihr nicht, weil ihr nicht eurer Berufung nachgekommen seid. Oh. Herzlichen Glückwunsch, Ponys. Habt ihr gut gemacht. Danke, Twilight. Hey, ihr wirkt nicht besonders glücklich. Oh,
Wir haben uns so viel Mühe gegeben und auch gewonnen. Aber ein Schwinger, guck mal. Guckt mal, das hat die Farben der Niederlande. Hier, der dritte Preis. Geil. Weg haben wir immer noch nicht. Und das war der Preis, den wir uns wirklich gewünscht hätten. Oh, Mädels. Aber ich glaube, wir wissen warum. Ja, wir wissen es. Ach, wisst ihr es endlich? Warum denn? Das würde ich dann aber auch gern der Prinzessin mitteilen. Naja, vielleicht haben wir es einfach zu sehr versucht. Nein. Ja? Und? Anstatt etwas zu tun, das in Wirklichkeit vielleicht gar nicht unsere Begabung ist, ja, sollten wir endlich mal erkennen, was wir tatsächlich können. Und was? Das ist? Comedy! Nein. Appleblum, ihr habt echt gewonnen. Habt ihr unsere Show gesehen? War das nicht lustig? Nein. Wollt ihr es nicht erkennen? Irgendwann. Eines Tages irgendwann. Das heißt, es dauert tatsächlich noch. Die wollen es nicht erkennen. Die wollen es ad hoc nicht erkennen, was deren Stärke ist. Naja, ich bin gespannt, wann die es erkennen. Nun denn, meine Lieben. Sehr unterhaltsame, sehr lustige, ärgerliche Folge mit dem Ende. Da dachte man irgendwie, die haben es doch gelernt und irgendwie doch nicht. Und dann noch, wie Twilight sagte, jetzt ist es so schön gesagt. Hast du schon gesehen? War das nicht lustig? Irgendwann. Eines Tages, irgendwann. Ja, meine Lieben, sehr tolle Folge. Schreibt gerne mal eure Meinung zu dieser Folge unten in die Kommentare. Mir hat die Folge sehr gut gefallen. Wenn dem so ist, dann zeigt es doch auch sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Aber nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Mal zu My Little Pony wieder. Und bis dann bleibt mir nur zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie, bis zum nächsten Mal und rein. Und tschüss.